gekommen, um etwas zu machen, was eigentlich in Europa unheimlich notwendig ist, etwas wieder Optimismus in dieser Welt zu schaffen. Weil wenn Sie überlegen, vor 50 Jahren, also sind ja einige unter Ihnen hier, die haben das damals erlebt, wo eben die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Und da war wirklich eine optimistische Stimmung, vor allen Dingen am Anfang. Aber es gab dann ja sehr schnell Entwicklungen, wo der Kennedy ermordet wurde und dann Amerika in den Vietnamkrieg ganz massiv reingezogen wurde und dann die Jugend eine ganz andere Richtung genommen hatte. Und wir haben heute eine Chance, im Grunde da wieder anzusetzen, wo eben nach der Kennedy-Ermordung die Welt sich wirklich fundamental geändert hat. Und das ist eben keine Illusion oder reine Vision, sondern es basiert eben auch auf realen Entwicklungen, die heute in der Welt stattfinden. Aber zum Anfang habe ich eben ein Bild hingestellt. Die meisten Leute kennen ja das Beispiel von dem Frosch, der eben in die Milchkanne fällt und der Pessimist sagt, kein Zweck, geht unter und ertrinkt und der Optimist, der fängt eben an zu paddeln und irgendwann gibt es dann Butter und er kann da eben raus. Und ich habe eben diese zwei anderen hier mal gewählt. Unten, das ist etwas Poetisches, aber das obere ist eigentlich das Wichtigere. Weil wenn man eben davon ausgeht, dass eben dieses Universum nicht ein Zufallsereignis ist und dass es dort eben Prinzipien gibt, die eben der Mensch verstehen kann, wie sich dieses Universum entwickelt, dann bekommt man eine ganz andere Einstellung zum Leben. Weil dann muss man Optimist werden, weil das Universum hat sich ja entwickelt aus etwas Nicht-Lebendem zu etwas Lebendem und dann eben auch zu etwas, was eben heute hier auf der Erde der Mensch ist. Und wir wissen nicht, ob irgendwo in diesem riesigen Universum vielleicht noch andere ähnliche Wesen gibt, aber das Leben ist ein Prinzip des Universums und eben auch der Mensch ist kein Zufall. Und diese Entwicklung sollte einen eigentlich optimistisch machen. Und wenn man heute Probleme auf der Erde lösen will, dann muss man Optimist sein. Weil wir haben Probleme, aber ein Optimist geht davon aus, der Mensch kann diese Probleme lösen. Und das war ja auch der Ansatz, den der Kennedy damals hatte, hat gesagt, hier, euch Wissenschaftlern, ich gebe euch den Auftrag, in 10 Jahren sind wir da oben. Und man weiß das, dass in dem Team von den Leuten um Werner von Braun und auch einen anderen Mann, den ich auch hier noch vorstellen werde, Dr. Kraft-Ehrige, viele junge Leute drin waren. Und das ist auch heute so, wenn Sie SpaceX, diese Firma von dem Elon Musk, betrachten, ja, sehr viele junge Leute, die sich eben auch Gedanken machen, wie können wir etwas machen, was unsere Vorfahren eben nicht hingekriegt haben. Zum Beispiel, wie kann man wieder eine Rakete landen, nachdem sie abgeschossen wurde. Das war in der Vergangenheit ja nicht möglich. Von daher ist eben diese Herausforderung auch an die Jugend etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man ihnen eine Aufgabe stellt, etwas zu tun, wo sie dann, wenn sie mal so alt sind wie wir eben, dann sagen können, ja, also ich habe wirklich was in meinem Leben geleistet und ich habe was hinterlassen, was es auch wert macht, dass man vielleicht sich dann auch, wenn ich weg bin, noch an mich erinnert oder eben ich weiß, dass ich beigetragen habe zu einem großen Werk und kann dann in Ruhe eben auch sterben, weil wir wissen alle, wir sind ja endliche Wesen. Und die Sachen, die eben heute mir den Optimismus geben, sind einmal dieses Ereignis, darauf will ich nur ganz kurz eingehen, das ist 2013, da sehen Sie den chinesischen Präsidenten, da hält er eine Rede an der Universität eben in Kasachstan, und erklärt eben die neue Seidenstraße oder One Belt, One Road zur offiziellen chinesischen Außenpolitik und dass China dieses Projekt als ein Projekt sieht, was nicht nur eine wirtschaftliche Seite hat, sondern eben auch, wie auch die alte Seidenstraße wieder die Kulturen verbindet. Dass man in anderen Kulturen eben nicht einen Opponenten oder einen Gegner oder einen Feind sieht, sondern sich Gedanken machst, okay, was kann jeder von der anderen Kultur eben lernen? Und das ist das eine Ereignis und wie gesagt, das heißt ja heute One Belt, One Road und ist eben ein riesengroßes Infrastrukturaufbauprogramm. Wie gesagt, das letzte Mal war ja der Claudio Celani hier und hat eben auch über die Rolle, die Italien und die Chancen, die Italien in diesem Projekt auch für seine eigene Jugend sieht, dass die wieder eine produktive Arbeit bekommen. Und
Es ist ja auch Ihnen bekannt, dass Ihr Präsident Ende April bei dem Belt and Road Forum in Peking ja anwesend war. Und es gab darüber ja Diskussionen hier. Aber darüber will ich heute Abend eben nichts sagen. Sondern das Zweite, was eben Optimismus schafft, ist dieses Ereignis. Das war am 11. Dezember 2017. Da unterschreibt der amerikanische Präsident Trump die erste Space Policy Directive Number 1. Und damit gibt er den Auftrag, so wie damals Kennedy, wir gehen zurück zum Mond und dann aber weiter zum Mars. Und ursprünglich war ihm die Aufgabe, bis Ende 28 dieses Ziel zu erreichen. Also zum Mond zurück und dann eben auch den Schritt zum Mars zu gehen. Im März dieses Jahres hat aber sein Vizepräsident, der eben Chef der Raumfahrtkommission in Amerika ist, von der politischen Seite, erklärt, dass Trump den Wunsch hat, dass man das bis, also auf dem Mond zurück zu sein, bis Ende 24 schafft. Weil er will 2020 wiedergewählt werden und er will eben das auch noch erleben, dass das Ziel erreicht wird. Und damit haben wir eine Chance, im Grunde ein wirklich neues Zeitalter einzuleiten, was in der Menschheitsgeschichte fast eigentlich nicht gegeben hat. Es gibt eine kleine Parallele. Die ist das Ereignis der amerikanischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Damals hat ja der deutsche Dichter Schiller gehofft, dass damit das goldene Zeitalter beginnt, dass eben das Zeitalter der Kriege beendet wird und dass die Menschen zusammenarbeiten. Und er war dann entsetzt, als er gemerkt hat, also mit der Französischen Revolution ist da was ganz anderes gelaufen und hat dann diesen berühmten Spruch getroffen, ja, ein großer Augenblick hat ein kleines Geschlecht gedrückt. Und wir müssen heute sicherstellen, dass das für die heutige Zeit nicht gilt, weil wenn wir heute versagen, wird eben das nicht nur Krieg im konventionellen Sinne bedeuten, wie das damals war mit Napoleon und mit den ganzen Kriegen, sondern das wäre eben ein Nuklearkrieg und danach ist sicher das Leben auf der Erde nicht mehr so, dass man da gerne leben möchte. Und die Veränderung, die eben gekommen sind, ist das Wichtigste natürlich die Kennedy-Ermordung, aber dann die politischen Entscheidungen, Amerika anders zu orientieren, sind eben dann zwei Entwicklungen gewesen. Erstens dieser Präsident, Richard Nixon, er hat 1971 das Bretton Woods-System von Franklin Delano Roosevelt beerdigt. Bis 1971 gab es feste Wechselkurse, konnte nicht ein Privatier, ein Spekulant bestimmen, was eine nationale Währung wert ist, sondern die Regierungen haben ihre Währung auf- oder abgewertet, je nachdem, wie gut sie wirtschaftlich eben dastanden. Deswegen haben die Deutschen meistens aufgewertet und ich glaube, die Schweizer auch. Und Italiener, die Griechen und die anderen haben eben abgewertet. Aber das war dann ein Mittel, wie der Staat seinen Export wieder fördern konnte, weil dadurch ihre Produkte eben billiger wurden. Natürlich, für die Länder, die aufgewertet haben, waren ihre Importe billiger. Aber ihre Exporte wurden teurer. Deswegen musste man dann technologisch so gut sein, dass das trotzdem gekauft wurde. Dass das Made in Germany oder auch das Made hier in Switzerland, dass die Leute bereit waren, weil es bessere Qualität war, dafür mehr auszugeben. Und das ist die eine Entscheidung gewesen. Und die zweite ist dann ein Jahr später, hat der Club of Rome ja dieses Buch herausgebracht, Die Grenzen des Wachstums. Und ich habe damals Anfang der 70er Jahre studiert und habe mich damals gewundert, wie die Thesen des Club of Rome von der damaligen naturwissenschaftlichen Elite im Grunde nachgebetet wurden und nicht wirklich gesehen wurde, dass da ein ganz fundamentaler Fehler in den Aussagen ist. Also das, was dort im Grunde behauptet wurde, ist, dass die Menschheit, wenn sie weiter so wächst, wenn sie weiter industrialisiert, weiter ihre Rohstoffe braucht, an einen Punkt kommt, wo es einen Kollaps geben wird. Und was aber in diesen Studien eben nicht berücksichtigt ist, dass eben der Mensch im Gegensatz zu einem Tier ein schöpferisches Wesen ist, was verstehen kann, was Naturgesetze sind und Naturgesetze neue eben entdecken und verstehen kann und durch dieses Verständnis dann eben Dinge in der Technik tun kann, die eben vorher unmöglich war. Und deswegen ist das wirklich
ein Versuch, und die Folgen sehen wir heute, dass man den Mensch versucht, auf die Ebene von Tieren zu stellen, die genauso wie ein Elefant, wenn er die ganzen Bäume kahl frisst, wenn zu viele Elefanten da sind, dass dann eben es einen Kollaps der Anzahl der Elefanten gibt, ist natürlich, damit sich die Bäume wieder erhöhen können, aber wir sind eben keine Elefanten. Ja? Wir sind auch keine Seerosen. Da sind auch immer so Beispiele gebracht worden, wenn die den Teich bedecken, dass dann eben das alles schwierig wird. Wir sind schöpferische Wesen, und das ist eigentlich, was in meinem Vortrag auch ein bisschen das zentrale Thema sein soll, weil ich habe damals eben 1973 gab es den Hessentag, weil ich komme ursprünglich aus Hessen, auf dem Hessentag, und da war das ein Thema, weil das war gerade der Zeitpunkt, als es die Ölkrise gab, also der Krieg, und man den Leuten angeredet hat, bald gibt es kein Öl mehr. In Deutschland gab es autofreie Sonntage, da war die Autobahn kein Auto mehr zu sehen. Also es waren ganz drastische Maßnahmen, und uns wurde den Leuten ja gesagt, also wenn wir jetzt nicht anfangen zu sparen und zurückzuschrauben unsere Ansprüche und das Wachstum stoppen, dann gibt es in verhältnismäßig kurzer Zeit eine Katastrophe. Und das ist aus diesem Buch Grenzen des Wachstums. Man kann es jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich sehen, aber ich kann das ja vielleicht, das Entscheidende mal jetzt zu dieser Geschichte mit dem Öl eben da sagen. Weil damals wurde gesagt, die bekannten Rohölreserven sind 72 Kubikkilometer. Wenn wir so normal weitermachen wie jetzt, also den Verbrauch von damals hätten, reicht das 31 Jahre. Wenn wir ein 3,9% Wachstum haben, dann reicht es nur noch 20 Jahre. Und wenn die Menge fünfmal so groß ist wie das, was man angenommen hat, also was man kannte an Reserven, dann reicht es eben noch 50 Jahre. Ja, nach diesen ganzen Theorien müssten wir eigentlich heute schon alle Ölpreise haben und Spritpreise, die keiner mehr bezahlen kann. Aber das ist eben nicht der Fall. Aber das viel Entscheidende, allein diese Geschichte, ist eben, man extrapoliert einfach nur das, was man weiß, auf die Zukunft. Das ist einfach, das kann jeder mit einem kleinen Taschenrechner eben auch machen. Da braucht man nicht riesen Computer zu bemühen. Das ist ganz einfach. Und das nennt man nur einfach multiplizieren. Aber da ist eben keine neue Qualität drin. Und das ist eben, was das Entscheidende ist. Aber dieses sogenannte Weltmodell, was sie entwickelt haben, sehen Sie hier zwei Ausgaben davon. Vielleicht um das zu zeigen. Man sieht da oben, das sind die Rohstoffe, die gehen zurück. Hier ist die Umweltverschmutzung. Und diese Kurve ist die Bevölkerungsentwicklung. Und da sieht man, also die Rohstoffe gehen zurück und die Umweltverschmutzung nimmt zu, also irgendwann gibt es den Kollaps. Ja, dann haben wir unsere höchste Anzahl von Menschen, die auf der Erde leben können, erreicht. Und dann gibt es noch ein zweites Modell von dieser Geschichte. Da nimmt man an, die Rohstoffe sind eigentlich unbegrenzt. Aber, da oben die Rohstoffe. Aber dort sehen Sie etwas, die Umweltverschmutzung. Da wird so eine schöne Kurve einfach hingestellt und gesagt, ja, also wir werden da nur noch Schmutz in der Luft haben, aber ich bin in den 50er Jahren im Ruhrgebiet gewesen und ich habe eben miterlebt, ich war auch kurz nach der Wende in der DDR, also als die Mauer gefallen ist, also wo die Leute eben Kohleheizung und solche Sachen hatten und auch wenig Filter und das, was man da ja einbauen kann, das war eine ziemliche versaute Umwelt, aber durch technischen Fortschritt ist eben die Welt und vor allen Dingen jetzt, wenn Sie den Süden Deutschlands nehmen, durch die Kernenergie ist sie sehr viel sauberer gewesen und Bayern hat ja damit Reklame gemacht, dass man wirklich so eine schöne Natur hat und die auch in Bayern für die Kernenergie verantwortlich waren, das war vor allen Dingen der Strauß natürlich, der war ja auch mal Atomminister. Da hat man an drei Stellen Kernkraftwerke gebaut. Das war im Osten in Landshut, das ist das Isar, zwei Kraftwerke. Das ist im Westen in Schwaben, Gundremmingen zwei Kraftwerke. Und oben in der Nähe von Schweinfurt ein Kraftwerk Grafenrheinfeld. Und diese fünf Kraftwerke haben die Grundlast der Stromversorgung in Bayern sichergestellt. Und man hatte auch keine riesen Stromleitungen etc. gebaut, sondern man war direkt vor Ort. Und der Preis war niedrig. Also die Kernenergie kann
für 2 bis 3 Cent die Kilowattstunde zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt kein Problem. Heute ist Deutschland mit der Energiewende bei 33 Cent angelangt. Und Firmen wie Wacker, also der Chemiestandort im Osten von Bayern, drohen bereits, dass sie Deutschland verlassen werden, wenn sie nicht subventionierten Strom bekommen. Sie hatten früher auch im Osten Bayerns zum Beispiel eine Aluminiumproduktion. Die ist bereits weg, weil dafür brauchen sie sehr viel Strom. Und jetzt haben sie auch gedroht, wenn wir nicht weiter subventioniert werden, 75.000 Arbeitsplätze sind dann weg. Und von daher muss man sich wirklich überlegen. Und wie gesagt, die Natur ist ja in Bayern dadurch nicht jetzt nicht schöner geworden, dass wir eine Energiewende gemacht haben, wenn sie überall rumfahren. Wir sehen zwar nicht so viele Windkrafträder, wie wenn sie nach Norddeutschland fahren, also in der Gegend von Leipzig. Sie denken, sie sind in irgendwelchen... ja, in einem Wald, wo keine Bäume mehr sind, eben lauter Windräder eben nur. Oder, wie gesagt, mit den Solaranlagen, das ist eben ähnlich. Also von daher, man muss eben sich wirklich überlegen, gibt es Kriterien für das, was Fortschritt ist? Und das ist eigentlich das, was ich heute behandeln will. Aber ich habe am Anfang, ich will nur das erste Zitat hier nochmal raus aus dem Buch des Club of Rome bringen, weil es ist wirklich ein Angriff auf die Natur des Menschen und die sagen das in etwas verklausulierter Form. Wir zur Überwindung der natürlichen Widerstände gegen die Wachstumsprozesse eingesetzten technischen Mittel haben sich als so erfolgreich erwiesen, dass sich das Prinzip des Kampfes gegen Grenzen gerade zu einem Kulturidol entwickelt hat und die Menschen nicht erlernten, Grenzen zu erkennen und mit ihnen zu leben. Also wir sollen die Grenzen, die man uns setzt, eben akzeptieren. Und wenn das die Leute 1492 gemacht hätten, ja, hätte man das Problem Amerika nicht. Aber das ist ja die Natur des Menschen. Man überwindet Grenzen. Das ist die Herausforderung und das ist eigentlich auch die Herausforderung an die Jugend. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Das, was wir heute unserer Jugend antun, ist wirklich eine Zerstörung des Potenzials, was jedes Kind, wenn es geboren ist, eben hat. Und man muss eine humanistische Bildung wieder haben, wo in der Schule der Charakter eines Menschen entwickelt wird, so wie das Schiller und Humboldt eben ja vorgeschlagen haben, dass es nicht darum geht, Informationen zu vermitteln, sondern dass die jungen Menschen mit den Durchbrüchen in der Menschengeschichte konfrontiert werden müssen, sodass sie diese Prozesse eben nachvollziehen können und dadurch eben lernen, wie große Menschen gedacht haben und dann eben auch in der Lage sind, ähnlich wieder Großes zu tun. Weil alle großen Wissenschaftler haben gesagt, wir haben eben auf den Schultern von anderen Riesen gestanden. Ja, also es gab vor uns eben auch wirklich große Leute. Und das, was heute ist, das ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was vor 200 Jahren mal dieser Mann schon mal gesagt hat, Robert Malthus. Der war Pfarrer, aber er hat gelehrt an einer Schule, Halliburton, die von der East India Company finanziert wurde und die damals praktisch das Freihandelsmodell des britischen Empires gelehrt hat. Ja, und das britische Empire wollte natürlich nicht, dass andere Staaten sich entwickeln und eine Bedrohung für sie werden. Und deswegen hat man da gesagt, ja, also wenn ihr zu groß werdet, das ist eben für die gesamte Menschheit eine Bedrohung. Und er hat eben diese Kurve aufgestellt, genau wie man das heute ja auch macht. Auf der einen Seite sieht man die schwarze Kurve, wie die Bevölkerung sich entwickelt. Das ist nur schematisch, aber das ist das Prinzip. Und auf der anderen Seite, die rote Kurve ist eben, wie die Nahrungsmittelproduktion ausgeweitet werden kann. Und bei der Ausweitung der Nahrungsmittelproduktion geht es eben nur linear. Das ist einfach eine Behauptung. Aber Justus von Liebig hat bewiesen, diese Behauptung wird ad absurdum geführt, wenn man eben Dinge einführt, die Leute vorher nicht so gut verstanden hatte, wie eben funktioniert eine Pflanze. Was braucht die zu überleben? Und ich kann nur sagen, ich habe 1966 bei Jugendforsch mitgemacht und habe damals mir die Frage gestellt, warum, wenn sie auf den Berg hochgehen, wird der Pflanzenwuchs immer weniger. Was ist der Grund dafür? Liegt es an dem Boden, an dem Wasser? Oder vielleicht in der Luft. Und was ist, das war ja meine Hypothese, haben wir ja von dem Lehrer mitbekommen, dass CO2 die Grundlage der Pflanzennahrung ist, zusammen mit dem Wasser, haben wir Experimente gemacht unter verschiedenen CO2, wir haben damals natürlich kein Gas gehabt, CO2 reines Gas, wir haben einfach
Überdruck und Unterdruck erzeugt. Und ein, zwei normal, so wie eben das bei uns da in Hessen auf 300 Meter, 350 Meter eben war. Und dann eins, da haben wir ziemlich viel reingedrückt. Und bei dem anderen, da haben wir rausgepumpt. Und das war ein Wunder zu sehen, wie die Samen aufgegangen sind, also bei dem mit Überdruck, und wie die sich entwickelt haben. Die haben sich wunderbar entwickelt. Und heute weiß man ja auch, dass in Treibhäusern man ja auch CO2 zugibt. Und manche Leute wundern sich ja auch, warum manchmal an Autobahnen, also die Pflanzen eher so wachsen durch das ganze CO2, was da rauskommt. Die Veränderung auch in meinem persönlichen Leben war dann, dass ich eben diesen Mann kennengelernt habe. Darüber haben Sie ja schon einiges gehört, auf der linken Seite, den Lyndon LaRouche. Und wie gesagt, das ging 1973 über eine Sendung zum Hessentag, wo ein Bericht war, genau über diese Öl ist am Ende und so weiter. Und da hat jemand in der Diskussion eben ist aufgestanden und einfach gesagt, das ist Humbug, was Sie sagen, mit der Kernfusion werden alle Ihre Behauptungen ad absurdum geführt. Ja, und da war natürlich keine Diskussion mehr, aber habe ich erstmal geguckt. Und kurz danach habe ich an der Uni in Gießen eben Leute kennengelernt, die mich mit den Sachen konfrontiert haben. Und darüber habe ich den LaRouche kennengelernt. Und was wir ja versuchen, sowohl vom Schiller-Institut, auch eben auch von dem Technischen Verein, den LaRouche Mitte der 70er Jahre in Amerika gegründet hat, als Gegenbewegung zu diesem Club of Rome-Thesen. Und in Amerika sind die Leute von Natur aus optimistischer als hier, weil sie haben mal eine erfolgreiche Revolution geschafft. Und eben durch das Apollo-Projekt ist da ein Selbstvertrauen da, was eben vielen Leuten hier fehlt, vor allem in den Deutschen, weil die haben zwei Weltkriege verloren und die sind so unten und so klein geworden. Bei Fußball-Weltmeisterschaften, da dürfen sie mal jubeln. Aber ansonsten ist es wirklich leider eine Tragödie. Und diese Tradition, die große deutsche Tradition, die wir aber haben, in der Wissenschaft sowie in der Kultur, wiederzubeleben, und das gilt natürlich eben auch für den Rest von Europas. Also es ist ja nicht nur Deutschland, sondern auch Italien hat eine große Kulturtradition, auch eine Wissenschaftstradition. Und LaRouche hat dann auch ein Buch geschrieben, gegen diese Grenzen des Wachstums. Kann man, glaube ich, beim Verlag noch bestellen. Ich weiß nicht, wir in München haben keine mehr. Das ist Anfang der 80er Jahre rausgekommen. Es gibt keine Grenzen des Wachstums. Und auf der Rückseite steht so ein netter Spruch. Den will ich Ihnen mal vorlesen. Da sehen Sie einen Wald. Es ist nicht notwendig, dass Sie Millionen von Säuglingen sterben lassen oder Ihre eigene Tante umbringen, um diesen Baum zu retten. Und das ist das, was eben den LaRouche von den Wissenschaftlern unterscheidet, die ich leider dann auch kennengelernt habe, die eben mit dem Zeitgeist gegangen sind, dass er eben etwas hatte, was der Plato vor 2.500 Jahren eben schon auch damals gesagt hatte, es gehört Mut dazu, zu wissen, vor was man sich nicht fürchten muss. Weil wir fürchten uns heute vor Dingen, vor denen wir uns nicht fürchten brauchen, und vor den wirklichen Dingen, vor denen wir uns fürchten sollen, also vor Krieg und Armut, ja, und Krankheiten und Seuchen, das nehmen die Leute irgendwie hin, ja, als Gott gegeben, und das muss man schlucken. Und das ist natürlich verrückt. Und deswegen ist eben es wichtig, dass wieder andere Ideen in die Diskussion gebracht werden und diese Gleichschaltung wirklich besprochen wird. Und deswegen versuchen wir eben diese Werke von LaRouche alle zu publizieren und eben über das Internet möglichst breit eben Leuten zur Verfügung zu stellen. Weil das ist was Ähnliches, was vor 500 Jahren schon mal zu einer Veränderung in der Welt geführt hat. Wenn Sie überlegen, oder 600 Jahre schon her, ich weiß nicht, ob Sie diesen Mann kennen, wer das ist. Das ist ein Kardinal, das Kardinal Nicolas von Kurs. Der hat 1437 das Konzil von Florenz organisiert und damals versucht, die Kirchenspaltung aufzuholen. Aber er hat noch etwas anderes gemacht. Er war in Konstantinopel, also bevor die Türken das eingenommen haben, und hat die Werke von Plato nach Rom geholt und hat dort mit einem anderen Kardinal Besarion angefangen, so etwas wie eine platonische Akademie in Rom aufzubauen.
sodass die Leute eben, die Studenten oder die Leute, die eben Priester werden wollten, eben nicht mehr den Aristoteles lernen mussten und das, was auf Aristoteles in der Kirche zu gehen, die ganzen Dogmen und die ganzen Vorschriften, sondern dass sie sich mehr mit dem Geist beschäftigen, was eben bei Plato ja die entscheidende Rolle ist. Und das ist eben ein Werk, wenn jemand sich wirklich mit Wissenschaft beschäftigen will, das ist eigentlich die Grundlage dessen, was die moderne Welt und die modernen Naturwissenschaften beinhaltet, über die belehrte Unwissenheit. Das ist auch schon ein interessanter Artikel. Man weiß ja von Sokrates diesen Ausspruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, und er eben gesagt hat, alle, die behaupten, sie wissen etwas, sind die größten Dummköpfe, die eben rumlaufen, weil Leute, die was wissen, wissen, wie viel man noch nicht wissen und was es eigentlich noch gilt, alles zu erforschen. Und das ist, was er eben dort auch in dem Werk behandelt. Und das ist, was dann zu dieser herrlichen Sache geführt hat, die der Raphael, wenn Sie da mal in den Vatikan kommen, schauen Sie sich das an, das sind die Stanzen von Raphael. Und da ist ja dieses berühmte Stanze mit der Schule von Athen. Da werden alle möglichen Gruppen von Leuten dargestellt, aber ich will jetzt nur auf den Kern da eingehen. Die Leute, die da im Mittelpunkt stehen. Die beiden. Weil da hat Raphael rechts den Aristoteles hingestellt, angeblich ein Schüler von Plato, er war auch ein Schüler, aber er war genau das Gegenteil von seiner Weltanschauung wie eben Plato. Und es wird eben behauptet, dass das Gesicht von Plato eben Leonardo da Vinci darstellen soll. Ja, ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber das Entscheidende ist, dass wirklich diese Gegenüberstellung, und man sieht das ja, dass der Plato die Hand nach oben hält, während er so nach vorne, und er hält in der Hand das Buch Ethik. Und in dieser Ethik steht eben drin, dass es Gott gegeben ist, dass es Herren und Sklaven geben muss. Hier und heute und in aller Ewigkeit. Und das Entscheidende aber an Aristoteles war, dass der Mensch nicht verstehen kann, wie das Universum funktioniert. Er kann nur durch seine Sinne aufnehmen und versuchen, logische Schlüsse herzustellen. Aber letztendlich ist die Wissenschaft durch Hypothesen weitergebracht worden, die nicht logisch waren, sondern die genau Widersprüche und Antinomien in den alten Theorien überwunden haben und diese Theorien aufgehoben haben durch eine bessere Theorie. Und die sind auch nicht endgültig. Aber sie zeigen uns, dass letztendlich Wissenschaft etwas mit Hypothesenbildung zu tun hat. Und das ist das, was der Plato intensiv in seinen Dialogen behandelt, aber auch der Nicolas von Kurs. So, das hat eben die Leute damals dann eben bewogen, nicht mehr zu glauben, was man ihnen von der Kirche erzählt hat, dass da oben irgendwo so eine Glashülle ist und die Sterne sind da eben angemalt. Da war einer so neugierig und hat diese Grenze überwunden und hat mal auf die andere Seite geschaut. Und Sie sehen ja, da hat sich eine ganz neue Welt erschlossen. Und das ist ja auch, was der Bruno, was dem ja zum Verhängnis wurde, der um 1600 eben gesagt hat, es gibt unendliche Anzahl von Welten. Ja, also unser Sonnensystem und die Erde ist eben nur eine von vielen. Und das ihn dann eben auf den Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Aber dieser Geist, den zu zerstören, das ist eigentlich die Absicht der Leute, denen es eben um etwas anderes geht. Und ich will jetzt zu etwas mehr noch auf die wissenschaftliche Seite eben eingehen, mit der Energiefrage. Weil das ist eine Ausgabe der Fusion und dort ist ein Begriff etwas näher beschrieben, der hier diese Pfeilrichtung darstellt und da steht eben an der Seite oder hier drin Energieflussdichte Watt pro Quadratmeter. Und Sie sehen dann verschiedene Energietechniken, die im Laufe der Entwicklung der Menschheit die Menschheit eben realisiert hat. Und Windmühlen ist was Altes, vorher hat man nur Holz verbrannt, es hat Feuer gemacht. Windmühlen gibt es schon sehr lange, dann die Wasserräder, ja, also die gibt es auch schon sehr lange. Die Wasserräder sind schon effektiver als die Windmühlen, aber beides, wenn man viel Wind hat und viel Wasser, geht eben beides. Aber dann kam natürlich der erste qualitative Schritt durch die Dampfmaschine, ja, wo man wirklich es geschafft hat,
das, was dann später der Leibniz gesagt hat, was die Aufgabe von Technik ist, eben die Arbeitskraft des Menschen zu vervielfachen. Ja, dass man dafür eben Maschinen benutzt. Und die Dampfmaschine war dann der nächste Schritt. Dann kam eben die Verbrennungsmotor, wo der Diesel immer noch das Effektivste eben ist. Und dann kam der Schritt eben zur Kernspaltung und der nächste Schritt ist zur Kernfusion. Und Sie sehen daran, dass immer, und das ist das nächste Bild, geht einher mit einer Erhöhung der Energieflussdichte. Und dort oben sehen Sie, erster Wert, ganz gut schlecht, da muss ich hier aufschauen. Das erste ist eben Biomasse, wenn man Holz verbrennt. Da haben Sie etwa 1 Watt pro Quadratmeter Holz. Also es ist verhältnismäßig wenig. Sonnenenergie auf der Erdoberfläche sind 200 Watt pro Quadratmeter. Gell? Wenn Sie etwas weiter rausgehen, haben Sie ein bisschen mehr. Aber schon bei den fossilen Brennstoffen sehen Sie um 10er Potenzen höher. Das beinhaltet, dass man mit weniger Material, weniger Arbeitskraft mehr Arbeit leisten kann. Und Arbeit ist das, was im Universum die entscheidende Rolle spielt. Das Universum arbeitet auch auf sich selber. Es verändert sich durch Arbeit. Und der Mensch kann diesen Prozess verstehen und quasi so wie ein kleiner Schöpfer bei diesem Prozess kontrolliert durchführen. Er muss nicht warten, wie eben manche Tierarten, die ausgestorben sind, um etwas Besseres entstehen zu lassen, sondern wir können uns qualitativ verändern und quasi wie eine neue Spezies dann anders in der Welt agieren. Wenn Sie sich das überlegen, wenn Sie heute jemandem erzählt hätten, was Radio ist in der Steinzeit, der hätte Sie nur dumm angeguckt. Ja, aber heute ist das normal. In meinem Alter, ich weiß, ich bin auch mit Computern etwas groß geworden, aber damals, also heute, jedes Kind läuft damit rum. Aber es weiß nicht mehr, wie ist die Entwicklung gewesen, ja, und wie ist das zustande gekommen. Und das muss eigentlich ein Kind in der Schule lernen. Also mit anderen Worten, mit weniger Aufwand kann man viel mehr Energie erzeugen und viel mehr erreichen. Genau, genau. Material, Arbeitskraft, Flächenverbrauch. Ja. Ja. Also das ist durch die Konzentrierung. Deshalb sieht man eigentlich, dass diese sogenannten erneuerbaren Energien einen Rückschritt sind. Man muss unglaublich viel Fläche aufwenden und relativ wenig Energie. Und auch Material. Und damit würden wir ja den Club of Rome in seiner Theorie sagen, die Katastrophe kommt noch schneller. Ja, überlegen Sie sich mal, auch jetzt diese Geschichte mit den E-Autos, mit diesen Batterien. Wenn Sie alle umstellen würden, was glauben Sie, was da los wäre? wo sollten die ganzen Rohstoffe herkommen und Ihre Batterien? Das sind ja riesen Dinger. Ja? Das ist ja heute das teuerste zum Auto. Gell? Und Sie wissen ja, wo die Rohstoffe herkommen, gell? Wie die produziert werden. Aber wenn Sie das eben vervielfachen, dann gibt es die Katastrophe. Das heißt, wenn man wirklich eine Technik nimmt, die ein Rückschritt ist, gibt es Katastrophen. Und die Quittung muss man dann zahlen. Und deswegen sollte man das Hirn benutzen und davor etwas tun. Und die Frage, warum verstehen das nicht Wissenschaftler und warum auch nicht die Verantwortlichen in der Politik oder die Leute, die viel Geld haben? Ja, was ist mit denen los? Und das ist eigentlich, da kann man aus der griechischen Mythologie sehr viel lernen, weil Ihnen wird wahrscheinlich klar sein, wer das ist. Wer hat den Donnerkeil da in der Hand? In der griechischen Mythologie? Der Zeus, genau. Und der Zeus, das ist eigentlich ein Sinnbild für eben den führenden Vertreter einer Oligarchie, einer Herrschaft von wenigen. Plato hat ja in seinem Staat das sehr ausführlich beschrieben. Also es lohnt sich, das zu lesen. Er hat also ein paar Seiten, wo er sich nur mit der Oligarchie beschäftigt und im Grunde, wie die denkt. Und Zeus ist eben das in die Mythologie gehoben, weil er ist eben ein Gott und die anderen sind die Sterblichen. Und die Sterblichen werden behandelt wie ein Bauer, ein schlechter Bauer mit seinem Vieh umgeht. Es ist eben Vieh. Ja? Es ist nicht schöpferisch, es ist eben dazu da, ihm Milch zu geben und dann geschlachtet zu werden und so weiter, ihn vielleicht auch einen Fluch noch zu ziehen, aber es ist kein schöpferisches Wesen. Und da gibt es aber in der Mythologie einen, der da was dagegen hat. Das ist dieser Mann. Wer hat den Menschen das Feuer gebracht? Prometheus. Prometheus, genau. Das ist Prometheus. Und Prometheus ist ein Synonym für einen Mann aus einer Elite der Menschheit damals, also in der Urzeit, der eben die anderen Menschen eben nicht als Tiere gesehen hat, als Menschen zweiter Klasse, sondern als potenziell schöpferische Wesen. Wenn man deren Potenzial eben nutzt,
kann eine Gemeinschaft davon profitieren. Ja? Und zwar viele und nicht nur ein paar. Und es gibt von Aischylos das schöne Drama Der gefesselte Prometheus, wo er dort eben auch schildert, was Prometheus alles den Menschen gebracht hat. Also nicht nur das Feuer, sondern auch Astronomie, Wissenschaft, Künste, alles Mögliche. Aber das ist eben das Synonym dafür, für das Schöpferische am Menschen. Und das Schöpferische Menschen drückt sich im Prinzip eigentlich in zwei Aspekten aus. Das eine ist eben in der Kunst, ne? Und das zweite ist eben in der Wissenschaft. Weil zu beidem muss man etwas Neues schaffen, aber es darf nicht willkürlich sein, sondern es muss im Rahmen der Gesetze des Universums sein. Und der Prometheus wurde ja dafür beschrieben,